Komm. Die erste Documenta einer jungen Generation. Ihr Leiter Harald Seemann. Und es ist die erste Documenta, die sich ein Thema gestellt hat, das der Realitätsbefragung. Überraschung dieser Schau, der breit vertretene amerikanische Fotorealismus. Seine europäische Spielart Gerhard Richter und Franz Gertsch. Im starken Kontrast zum Fotorealismus die privaten Mythologien. Symbolisches Werk im Zentrum der Documenta 5, der Raum des Amerikaners Paul Teague. Eine Installation von Edward Kienholz zum grassierenden Rassismus in den USA zeigt die Kastration eines Schwarzen und erregt die Gemüter. Neue, wichtige Kunsterfahrung sind die gezeigten Performances von Rebecca Horn oder von Ben Wautier. Der Documenta-Leiter muss sich gegen Angriffe verteidigen. Eine Documenta, auf der viel diskutiert wird, auch mit Joseph Beuys in seinem Büro für Demokratie. Diese Documenta zeigt auch die Bildwelten des Alltags, präsentiert Kitsch und Gemütlichkeit. Seinerzeit viel geschmäht, gilt die Documenta 5 heute als Vorbild einer experimentierfreudigen Themenausstellung. Der Scheinwerfer, das Bild vom Scheinwerfer. Realität und Abbildung. Die Grenze zwischen beiden Ebenen scheint zu zerfließen. Kunst 1972, die exakte Reproduktion von Wirklichkeit mit Hilfe der Fotografie. Wirklichkeit oder Abbildung? Foto oder Malerei? Das Gesicht eines jungen Mannes. Nicht aus dem Familienalbum, das Werk eines Künstlers. Gruppenbild vor dem Friderizianum in Kassel. Die Macher der Documenta. Ihr großes Thema, Befragung der Realität. Dieser Schnappschuss ist ein Erinnerungsfoto für Harry Seemann und seine Mitarbeiter und zugleich potenzielle Basis für ein Kunstwerk. Viele Künstler fotografieren die Objekte, die sie malen wollen. Wie hier der Schweizer Franz Gertsch. Und sie sehen durchaus keinen Grund, die Herkunft ihrer Bilder aus der Fotografie zu verleugnen. Mit der Kamera ist der Realismus in seine vorerst letzte, radikalste Phase getreten. Nie zuvor in der Kunstgeschichte hat sich die Malerei in dieser Weise an der Realität orientiert. Chuck Close aus New York, ein führender Mann des radikalen oder fotografischen Realismus. Durch das Riesenformat des Bildes, in monatelanger Arbeit minutiös hergestellt, gewinnt das Foto, von dem er ausgeht, eine neue, erschreckende, hyperrealistische Dimension. Nichts ist übrig geblieben vom idealisierenden, aufwertenden Porträt der Vergangenheit. Durch eine brutale Detailbesessenheit wird die unverstellte Wahrheit eines Gesichts bloßgelegt. Dieser amerikanische Realismus ist die eigentliche Überraschung der fünften Documenta. Noch nie hat man ihn in solcher Massierung und mit so exzellenten Beispielen in Europa gesehen. Namen, die auch Experten noch nicht gehört haben, etwa Paul Sarkisian aus Detroit. Das ungewöhnlich große Wandbild von 8 Metern Breite hat in der Eingangshalle einen prononcierten, geradezu programmatischen Platz. Es gibt dem Besucher eine Lehrstunde in Radikalrealismus, demonstriert Möglichkeiten und Widersprüche dieser Richtung.
Auch Sarkisian zeichnet nach, was er mit dem Dia auf die Leinwand projiziert, aber schon die Auswahl dieses Motivs bedeutet eine künstlerische und eine höchst individuelle Entscheidung. Diese alte, baufällige Hütte mit unzähligem Gerümpel entspricht seinem Lebensmilieu. Seit Jahren zieht Sarkisian in einem Wohnwagen durch die Staaten. Auf dem Bild hat er die Utensilien und Rückstände seiner Existenz versammelt. Und obgleich er dabei mit maximaler Genauigkeit verfährt, entfernt sich das Bild aus der realen Sphäre und schlägt um in eine imaginäre Bildwelt, wo die Dinge ihrem Verfall entgegendämmern. Die fast monochrone Farbgebung zwischen Schwarz und Grau steigert diese Stimmung von Verlorenheit. Richard Estes, der malerischste unter den amerikanischen Realisten. Was ihn fasziniert, ist nicht die unmittelbare Realität, sondern sind die Reflexe, die Spiegelungen und Verwischungen. Er braucht Glasscheiben, die das Bild der Straße aufnehmen und in verschwimmenden Konturen wiedergeben. Diese Telefonzellen sind bereits 1967 entstanden. Gerade bei Estes lohnt es sich, die Bilder mit der realen Situation, der sie entnommen sind, zu vergleichen. Dann nämlich zeigte sich, dass hinter der abfotografierten Realität die künstlerischen Qualitäten zum Vorschein kommen. Wenn die neuen Realisten behaupten, nichts als ein Foto auf die Leinwand bringen zu wollen, dann sollte man das nicht für wahre Münze nehmen. Das ist Understatement. Gerade die Bilder von Estes, der auf der Documenta besonders gut vertreten ist, sind ein starkes Argument gegen die These, der fotografische Realismus bedeutet das Ende der Malerei und die totale Negation der Kunstentwicklung in diesem Jahrhundert. Auch bei den neuen Realisten handelt es sich um Verarbeitung und Umsetzung des Bildmaterials. Es geht nicht ausschließlich um Abbildung und Nachahmung von Realität, sondern um Interpretation. Immer wieder kommen subjektive Momente ins Spiel und der Künstler ist keineswegs bereit, seine Freiheit zugunsten einer auf die Kamera fixierten Objektivität aufzugeben. Insoweit ist die Bezeichnung fotografischer Realismus ungenau, als sie sich nur auf den Herstellungsprozess, nicht aber auf das künstlerische Resultat bezieht. Malcolm Morley zählt wie Estes zu den Pionieren dieser Schule, die sich bereits um die Mitte der 60er Jahre für die fotografische Vorlage entschieden haben. Damals blieben sie unbeachtet, weil die Pop-Art in der amerikanischen Kunstszene dominierte und Außenseiter nicht zum Zuge kamen. Morley arbeitet gern nach Bildern aus Reiseprospekten und Werbekatalogen. Pferderennbahn in Südafrika. Die dicken roten Striche quer über das Gemälde sind nicht als Destruktionsattitüde des Künstlers zu verstehen, sie befanden sich zufällig auf dem abgemalten Prospekt. In der Nahaufnahme eine furiose, abstrakte Malerei. Erst in der Distanz gewinnen die Farbflecken ihre illusionäre Realität. Ein Künstler dagegen, der auf kein bestimmtes Motiv fixiert ist, eine der wichtigsten Figuren innerhalb des amerikanischen Realismus, ist Howard Kanowitz. Er meint, die Art und Weise, wie man etwas sieht, sei in einem umfassenderen Sinne genauso bedeutend wie das, was man sieht. Der neue Realismus, sagt Kanowitz, gibt insofern keine malerische Realität. Er ist komplexer. Man kann ihn nicht sehen, ohne zu fragen, wie Realität sich entwickelt oder woher sie kommt. Auf diesem Bild hat Kanowitz seine Atelierwand gemalt. Der Betrachter fühlt sich ständig versucht, die gemalten Gegenstände für real zu halten. Perfekte Augentäuscherei. Radikaler Realismus auch in Europa. Der Franzose Jean-Olivier Hucleux malt Friedhöfe.
Er malt sie in einer kühlen und glatten Manier, ohne Sentiment. Auch er hält sich an die fotografische Vorlage und trotzdem unterscheidet sich das Bild in wesentlichen Punkten von der Realität. Die gleichen Steine, die gleichen Blumen, die gleichen Todessymbole. Aber in der Malerei ist das ganze Ambiente erstarrt und eingefroren. Bilder von Gerhard Richter. Die Konterfeis der 8 Lernschwestern, die 1966 in Chicago in einer Nacht ermordet wurden. Unschärfe als Mittel der Distanzierung vom aktuellen Ereignis. Richter gilt seit vielen Jahren als der deutsche Protagonist des Fotorealismus. Ein Schweizer Realist, Franz Kertsch. Derselbe, der zu Beginn unseres Films das Documenta-Gruppenfoto gemacht hat und nach ähnlichen Vorlagen solche überdimensionierten Bilder herstellt. Eine Gruppe von jungen Leuten hinter einer Baulatte vor dem Eingang des Luzerner Museums. Das Bild geht in seiner farbigen und atmosphärischen Intensität über die Möglichkeiten der Kamera weit hinaus. Der Künstler erreicht diesen Effekt, indem er die Farben steigert und alles, was die Situation an Fröhlichkeit hergibt, genussvoll auskostet. Die extreme Gegensituation bietet der Amerikaner Duane Hanson mit diesem Figurenarrangement. Er hat in der Bowery, dem Elendsquartier von New York, Studien getrieben, Fotos gemacht und nach den Fotos die Figuren aus Polyester und Fiberglas modelliert. Keine bloße Wiedergabe, eine Steigerung der Realität. Brutale Aussage nicht nur über individuelles Schicksal, sondern über den desolaten Zustand dieser Welt. Hansons letzte Arbeit, Sitzender Künstler. Hansen, der bisher düstere Szenerien entwickelte, beschäftigt sich hier mit einem neutralen Sujet. Aber auch diese Figur besitzt eine unglaubliche Lebendigkeit. Jeder, der den Raum betritt, spürt geradezu körperlich die Anwesenheit des Reglosen. Ein altes und zentrales Thema realistischer Kunst, der Akt. Hier, in seiner heutigen fotorealistischen Variante, Bleistiftzeichnungen des Spaniers Claudio Bravo. Wie die meisten neuen Realisten verfügt er über ein hohes Maß an manuellem Geschick, handwerklichem Können und enormer Ausdauer. Qualitäten, die vom Publikum immer honoriert werden. Aber diese Qualitäten allein sind für den künstlerischen Rang einer Arbeit nicht ausreichend. Das zeigt diese mit größter Sorgfalt naturalistisch ausgearbeitete Plastik des Amerikaners John DeAndrea. Sein Liebespaar ist bis in die intimsten Details anatomisch exakt nachgeformt. Das künstlerische Resultat bleibt zweifelhaft. Ein Realist, der sich in die Gruppe der Realisten nicht hineinzwingen lässt, Edward Kienholz. Bei ihm wird eine kritische, eine engagierte Dimension sichtbar, die auf der 5. Documenta entschieden unterrepräsentiert ist. Kienholz hat sein bisher größtes Environment nach Kassel geschickt. Eine Arbeit, in der er eindeutig mit äußerster Schärfe gegen Rassendiskriminierung und gegen die Verfolgung von Minderheiten protestiert. Sein Thema, die Kastration eines Negers. Ich weiß, dass diese Dinge immer wieder passieren. Sie basieren auf dem Mythos von Schwarzen und Weißen. Ich hoffe, dass mein Environment hier zum Denken anregt, wie schwer es für Schwarze ist, in einer von Weißen beherrschten Welt zu leben. Es ist fast eine permanente Kastration. Wenn man weiß ist, dann ist es schon schwer genug, sich etwa wegen einer Steuerbeschwerde mit den Behörden abzuplagen. Man kann sich aber beschweren, es ist schon schwer genug, wenn man weiß ist.
Wenn man aber schwarz ist, ist es fast unmöglich. Kienholz wollte keinen bestimmten Fall rekonstruieren. Er hat seine Story modellhaft auf eine imaginäre Bühne gebracht, wobei er sowohl krass realistische Mittel als auch surreale Verfremdungen verwendet. Fünf Weiße haben mit ihren Autos einen Neger in Begleitung einer weißen Frau gejagt. Sie fesseln und strangulieren ihn, um das Opfer ihres Rassenwahns in blinder Wut zu kastrieren. Nach dieser Manifestation engagierter Kunst haben es andere Künstler schwer, die Besucher von ihren politischen Intentionen zu überzeugen. Der deutsche Aktionist H.A. Schult hat mit großem Aufwand eine biokinetische Landschaft aufgebaut. Nicht die Documenta hat das Projekt finanziert, sondern Galeristen. Mehrere Konzepte werden kombiniert, die offenbar gar nichts miteinander zu tun haben. Zwischen künstlichen Bergen, Zivilisationsabfall und Pfützen von eigengezüchteten Pilzkulturen wandert ein Soldat in Fantasieuniform. Der Künstler hat ihn für 100 Tage eingekauft, er muss in dem winzigen Zelt hausen. Ein Radioapparat soll ihm zur, wenn auch einseitigen, Kommunikation mit der Umwelt verhelfen. Und er darf nach Belieben mit dem Kindergewehr auf nicht vorhandene Gegner zielen. Da werden eine Unmenge aktueller Probleme angepeilt. Umweltverschmutzung, Aggression, gesellschaftliche Isolation. Das Ergebnis? Schlechtes Theater. Bei seinem zweiten biokinetischen Objekt hat Schult sich auf einen einzigen Aspekt beschränkt, die lebensgefährdenden Einflüsse von Chemie und Mikrobiologie. Hier begreift man immerhin, worauf er hinaus will. Ein Flötenkonzert für den Frieden, gedacht als künstlerischer Beitrag zur politischen Aufklärung. Das Publikum fühlt sich eher unterhalten. Gleich nebenan der Künstler, der über Jahre hinweg den nachhaltigsten Einfluss ausgeübt hat auf die aktuelle Kunstszene, der vieles in Gang gesetzt hat, was sich heute auf der Documenta unter dem Stichwort neue Tendenzen wiederfindet. Joseph Beuys. Jetzt kann ich mit jedem auf der Straße über Kunst sprechen. Und ich spreche zu den Leuten als kreativer Mensch, weil ich glaube, dass jeder ein schöpferischer Mensch ist. Beuys ist auf dieser Documenta nicht mehr mit künstlerischen Objekten, sondern nur noch als Person präsent. Beuys verweigert sich als Künstler. Er übernimmt die Rolle des naiven politischen Aufklärers. Privater Friedhof, Hippie-Landschaft. Morbide Paradiese werden inszeniert.
Die fünfte Documenta forderte Künstler auf, ihren Rückzug aus der Gesellschaft zu formulieren. Individuelle Mythologien, ein Schlagwort für die neue Innerlichkeit. Eine ganze Abteilung der Documenta beschäftigt sich mit privaten Mythenbildungen von Künstlern. Eine Kunst, die nicht mehr den kritischen Verstand verlangt, sondern die Emotion. Paul Peck, der 1933 in New York geboren wurde, lebt auf einer Insel in einer Hippie-Gemeinschaft. Er hat seine Inselwelt als Environment rekonstruiert, eine Arche Noah voller Todessymbolik. Minutiös schildert Paul Peck die Vergänglichkeit seiner Umwelt. Brot und Wein, die im Laufe der hunderttägigen Documenta verfallen werden. Private Mythologien. Paul Peck sieht in seinen ausgestopften Tieren Todesengel. Doch der Zuschauer erfährt nichts von diesen persönlichen Weltdeutungen. Er kann nur das Geheimnisvolle dieses Environments nachvollziehen. Und auch Paul Peck selbst bezieht sich in diese Todeslandschaft ein. Er stellt sich dar, wie er im Sarg liegt. Todessymbolik auch bei Nancy Graves, einer Amerikanerin. Skelette von Fischen dienen als Ausgangsmaterial. Eine Kunstnatur wird gebastelt, ein Stück trister Romantik. Nancy Graves Knochenstrukturen, geisterhaft erstarrt. Die fünfte Documenta signalisiert eine neue Naturmystik in der Kunst. Und selbst die karge Konzeptkunst scheint aus der Naturmystik Impulse zu bekommen. Ein Kreis aus unbehauenen Felssteinen vom Engländer Richard Long. Assoziationen an frühe Kultstätten. Sentimentale Rückblicke aus einer technisierten Welt. Etienne Martin, einer der ersten der Gegenwartskünstler, die sich zu privaten Mythenbildungen bekannten. Die Nacht öffnet ihre Schenkel, eine Stoffskulptur der 60-jährigen Franzosen, der 1966 auf der Biennale in Venedig den Preis für Bildhauerei erhielt. Le Manteau, der Mantel, ein autobiografisches Stoffobjekt, bei dem jeder Strick, jede Falte, jede Öffnung, jede Farbe für den Künstler eine Deutung hergeben, die dem Zuschauer verschlossen bleibt. Der Mantel wird für Martin so sehr Inhalt seiner eigenen Vergangenheit, dass er ihn selbst nicht mehr anlegt.
Noch weniger nachvollziehbar als Martins persönliche Symbolik ist das Zahlenspiel des Italieners Mario Merz. Er hat die Zahlenreihe eines mittelalterlichen Mystikers übernommen und auf seine Arbeiten übertragen. Ein Iglu aus Styroporpäckchen, die genau nach dem Muster der verschlüsselten Zahlenreihe angeordnet sind. Eine Zahlenreihe, die sich ins Unendliche fortsetzt und daher materiell nicht darstellbar ist. Merz fand für sich einen Ausweg. Motorrad gleich Bewegung gleich Unendlichkeit. Und was bleibt da mehr als das künstlerische Fazit? 1 plus 1 gleich 2. Wie die Natur und die Mathematik, so lässt sich auch die Technik zu künstlerischen Mythenbildungen umformulieren. Der Belgier Panamarenko baut Flugobjekte, die nach aerodynamischen Berechnungen fliegen könnten. Doch der Traum von der Flugreise soll Traum bleiben. Denn Panamarenko verwendet bewusst Materialien, die den technischen Anforderungen eines Fluges nicht standhalten. Die künstlerischen Mythologien weiten sich bis zur Nötigung des Zuschauers aus. Der Amerikaner Bruce Nauman hat einen elliptischen Raum konstruiert, in den man nur durch eine kleine verschließbare Tür gelangt. Die Tür muss verschlossen bleiben. Der Besucher, der den Raum betreten will, muss sich nach dem Willen des Künstlers für etwa eine Stunde allein in den ausweglosen Raum einschließen. Bruce Naumanns Absicht: Er will seine persönlichen Erfahrungen von Abgeschlossenheit und Beklemmung dem Zuschauer aufzwingen. Die individuellen Mythologien der Casseller Documenta reflektieren jedoch nicht nur auf körperliche Zwangssituationen. Im Raum des Schweizers Michael Bute wird auf Übersinnliches hin spekuliert. Vom Betrachter wird gefordert, sich aus Gesellschaft und Gegenwart zu entfernen und sich einer neuen Mystik auszuliefern. Hommage an die Sonne. Ein Kultraum bestreut mit Rosenblättern. Aktuelle Kunst als Fluchthelfer aus der Wirklichkeit. Das Grundthema der Documenta, nämlich Befragung der Realität, ist hier einer Flucht aus der Realität gewichen. Einer Flucht, die sich auch in den Selbstdarstellungen von Künstlern fortsetzt. Eine Aktion für 5 Personen der Hamburger Künstlerin Rebecca Horn. Titel: Kopfextension. Rebecca Horn engt ihre Aktionen auf einen rituellen Zusammenhang zwischen den Beteiligten ein. Rebecca Horn sagt über sich selbst: Erfahrungen im Bereich der interpersonellen Wahrnehmung sind die Grundlage meiner Arbeit. Sie setzt die Teilnehmerzahl bei diesen Aktionen auf wenige Personen fest, um keine Trennung in Zuschauer und Akteure zuzulassen. Sie will die totale Identifikation der Teilnehmer mit dem Ritual. Erweiterte Selbstwahrnehmungen, so behauptet sie, seien ihr Ziel. Doch
Die erweiterte Selbstwahrnehmung der Beteiligten kann sich höchstens in der Identifikation mit Rebecca Horns Handlung vollziehen und damit in einer Auslöschung der Selbstwahrnehmung. Auch künstlerische Kultspiele gehören zum Programm der Documenta. Ben Vautier, Neapolitaner, lebt in Nizza. Er verwendet fast ausschließlich sich selbst als Material künstlerischer Darstellung. Eine totale Übereinstimmung von Kunst und Leben gibt er vor. Titel seiner Aktion: Ich schlage meinen Kopf gegen die Mauer, bis er blutet. Vautiers pervertierter Kunstbegriff lautet: Das, was noch nicht da war, ist Kunst. Der Künstler als Schausteller seiner selbst, auch in der Selbstzerstörung. Er spielt mit der Ratlosigkeit der Betrachter und stellt seinen Masochismus zur Schau. Diese Aktion ist fern von Märtyrerhaltungen und Selbstverstümmelungen, wie sie in politischen oder kultischen Demonstrationen vorkommen. Hier wird die Selbstdarstellung bis zur Absurdität getrieben. Zweite Aktion Vautiers: Ich werde mich im Spiegel 3 Stunden lang betrachten. Vautier, ein masochistischer Narziss. Vautiers Selbstzerstörung und Betrachtung sind nur Mittel zur Inszenierung seiner Person. Der Wiener Arnulf Reiner dagegen will seine eigene Person exemplarisch zur Untersuchung des Individuums überhaupt nutzen. Er, der früher Bilder anderer Künstler übermalt und damit ausgelöscht hat, zerstört heute sein fotografisches Abbild. Seine Demonstration: Er ist nicht der Größte, sondern der Ausgelöschte. Zeit, eine Frau, weiße Farbe. Elemente einer Aktion des Italieners Vettore Pisani. Die Frau ist mit einer Kette an eine Stahltrosse gefesselt. Ein pantomimisches Theaterstück, dessen Sinn nicht einmal den Akteuren bekannt zu sein scheint. Eine Selbstinszenierung, die sich total isoliert hat. Zwischen Akteur und Betrachter besteht keine Kommunikation mehr. Aber gerade um diese Kommunikation geht es doch den Organisatoren der Documenta. Denn sie inszenierten eine Besucherschule für jedermann. Eine Schule des Sehens. Typische Beispiele aus der Ausstellung werden auf einer Projektionswand gezeigt und kommentiert.
Einer der Hauptinitiatoren der Besucherschule ist Bart Zornbrock. Mit dem Aufbau dieser Anlage haben wir uns bemüht, einer alten Forderung von Museumsbesuchern nachzukommen, nämlich die Museumsbesucher anzuleiten zu einem Durchgang durch die Ausstellung. Diese Anleitung ist eine Empfehlung, mehr nicht. Aber es ist sehr wichtig, wenigstens eine solche Empfehlung zu bekommen, wenn eine solche Ausstellung wie die Documenta dieses Mal thematisch aufgebaut ist. Das Thema selbst ist nämlich ein Vorschlag, die Ausstellung anzusehen. Die Ausstellung soll nicht betrachtet werden als eine bloße Addition von Bildern, sondern soll im Wesentlichen unter dem thematischen Aspekt angeschaut und bearbeitet werden. Dieser thematische Aspekt heißt Befragung der Wirklichkeit. Befragung der Wirklichkeit. Diese Themenstellung ermöglichte es, in die Documenta zum ersten Mal nicht künstlerische Bildwelten einzubeziehen. In einem Postkartenmuseum werden zu verschiedenen Themen Kunstproduktionen und banale Ansichtskarten gegenübergestellt. Auch religiöse Bildwelten werden zum Vergleich herangezogen. Die Heilige Familie auf einem Kulissenbild aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Dinge werden hier, außerhalb der ästhetischen Kategorien, als reine Gebrauchsobjekte für Verehrung und Anbetung präsentiert. Information über die Existenz einer Bildwelt außerhalb der Kunst. Ich baue dir ein Schloss, so wie im Märchen. Kitsch ist ein Erzeugnis der Massenindustrie. Kitsch erfüllt Sehnsüchte. Unter diesen Voraussetzungen hat die Documenta auch den Trivialrealismus in ihre Befragung der Realität einbezogen. Wenn ich eins groß bin. So fehlen nicht einmal die Gartenzwerge. Nicht der Nippes, der serienmäßig klassischen Kunstwerken nachgebildet wurde und sich damit zum Fetisch entwickelte. Diese Documenta will alles zeigen. Ein Museum der Museen werden. Und dieser Anspruch auf Vollständigkeit wird so weit vorangetrieben, dass sogar einzelne Künstler sich selbst ein Museum innerhalb der Documenta bauen dürfen. Gelungenstes Beispiel: Klaas Oldenburgs Museumsinsel. Er nennt sie Mausmuseum, weil sie die Form eines abstrakten Mäusekopfes hat. In Augenhöhe hat Oldenburg gefundene Gegenstände und selbst hergestellte Objekte als Museum arrangiert. Eine Ausstellung von insgesamt 370 Miniaturobjekten. Das Mausmuseum, beziehungsweise die Sammlung von Objekten aus den letzten 10 Jahren, die hier zu sehen sind, lag in meinem Atelier herum. Und ich wollte schon immer alles in einem eigenen Museum zusammentragen und einen Katalog herstellen, um zu sehen, ob daraus eine Geschichte meiner eigenen künstlerischen Arbeit zu schreiben ist. Das heißt, der letzten 10 Jahre, die ich als Künstler arbeite. Dies ist die erste eigene Museumsausstellung der Objekte, die ich in meinem Atelier herumliegen hatte. Im rechten Teil des Mausmuseums gesammelte Objekte, im linken Teil veränderte und selbst hergestellte. Die Idee zu diesem Mausmuseum stammt aus den 60er Jahren. Damals hatte Oldenburg sogar ein komplettes Woolworth-Geschäft kaufen wollen, um es zu schließen und nach 25 Jahren als Museum wieder zu eröffnen. Oldenburgs Sammelobjekte bestehen größtenteils aus Spielzeug. In Kinderspielzeug spiegelt sich für Oldenburg unsere heutige Realität. Sein Kommentar zu seinem Museum lautet: himmlisch und stupide, wie das Leben. Ein weiteres Museum innerhalb der Documenta. Klaas Oldenburg,
ist nicht der Einzige, der die Chance hatte, seine Vorstellungen eines Künstlermuseums innerhalb der Documenta zu realisieren. Der Ideenschrank von Ben Vautier. Diese Künstlermuseen sind so anregend, vielfältig, unkonventionell, undogmatisch, subjektiv in der Auswahl und mit selbstverständlichem Verzicht auf Vollständigkeit angelegt, wie diese fünfte Documenta.